Herzlich willkommen nochmal zur Pressekonferenz vor unserem ersten Drittliga-Heimspiel an diesem Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Basics nochmal ganz kurz. Wir sind ausverkauft bei rund 7.200 Zuschauern. Die Kapazität wurde nochmal aus Sicherheitsgründen ein klein bisschen nach unten gesetzt. Die Verkehrs- und Parkregelungen sind im Prinzip fast die gleichen. Wir haben in fußläufiger Nähe ein paar Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen aber die Nutzung vom Park-and-Ride-Parkplatz in Heinitz in der Grubenstraße. Dort gibt es auch einen kostenlosen Shuttle-Service, 2 Stunden vor dem Spiel bis 2 Stunden nach dem Spiel. Fährt direkt ans Stadion und von dort aus nochmal zurück. Und was den Verkehr angeht, wird nochmal die Autobahn-Anschlussstelle Elversberg ab 2 Stunden vor Spielbeginn gesperrt sein, also ab 12 Uhr. Stattdessen kann die Abfahrt Heinitz genutzt werden, eine Abfahrt weiter. Und die Waldstraße wird nochmals Einbahnstraße in Richtung Heinitz eingerichtet. Ich denke, ihr habt die Infos auch alle bekommen gestern. Insofern, falls noch offene Punkte sind, guckt einfach nochmal in die PM. Und damit gehen wir auch direkt zum Sportlichen über. Und ich gebe zuerst das Wort an dich, Manu. Ihr habt in den letzten beiden Spielen ordentlich Gas gegeben. Gerade offensiv war das richtig erfolgreich, 9 Tore in 2 Spielen. Ja, wie nimmst du das momentan wahr und wie erklärst du das, dass es auch gerade vorne so gut läuft? Erstmal ist bei uns wirklich so, es jagt im Moment ein Highlight das nächste. So, wir hatten alle den Auftakt in die dritte Liga, auf den wir jahrelang hingearbeitet haben. Jetzt das Spiel gegen Leverkusen, was, glaube ich, auch eines der größten Highlights in vieler von unseren Karrieren ist. Und jetzt kommt schon das nächste Highlight gegen Saarbrücken. Ich glaube, viel besser hätten wir uns den Start nicht vorstellen können. 9 Tore, 2 Spiele gewonnen, 2 schwierige Spiele gewonnen. Aber klar ist auch, dass wir jetzt das nächste richtig schwere Spiel vor uns haben und dass wir vor allem, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, dass wir Kopf bewahren müssen und unser Ding durchziehen müssen. Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile hier, 4 Jahre, hast schon einige Derbys mitgemacht, auch gegen Saarbrücken schon öfters mal auf dem Platz gestanden. Wie hast du das Ganze so in den vergangenen Jahren erlebt und erwartest das auch jetzt am Samstag? Also klar ist immer eine Riesenstimmung. Derby ist schon eine heiße Sache. Anfangs war es dann auch so, ich glaube, die ersten 2 Spiele für die SVE habe ich verloren gegen Saarbrücken. Ganz schmerzlich auch das Pokalfinale, das wir 2-1 verloren haben. Danach aber habe ich immer ein richtig gutes Gefühl gehabt. Wir haben, glaube ich, auch eine richtig gute Serie. Ich kann mich an das 4-3 erinnern, wo es zur Halbzeit schon 4-3 stand. Das 3-0 natürlich zu Hause und auch natürlich den Pokalsieg. Von dem her gehe ich da mit einem sehr guten Gefühl in die Spiele rein. Horst, die letzten beiden Spiele, die ihr gehabt habt gegen Essen, gegen Leverkusen, das waren vor allem die intensiven Spiele. Man hat das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft richtig gut unterwegs ist, viel läuft, viel kämpft und unbedingt will. Siehst du das auch in Richtung Wochenende, dass genau das nochmal gefordert sein wird? Ja, das wird sicherlich gefordert sein, dass wir mit Selbstvertrauen in diese Partie gehen, dass wir läuferisch wieder alles abrufen. Hinzu kommt wahrscheinlich nochmal eine kämpferische Komponente, die noch ein bisschen mehr gefordert sein wird. Wir müssen mental auf der Höhe sein, weil es wahrscheinlich hitzig zugehen wird, weil doch relativ viel Stimmung gemacht wird. Wir relativ nah unsere Fans an der Seite haben. Das war in Essen ein bisschen mehr Abstand, auch wenn es voll war in Essen. Wird es wahrscheinlich eine andere Atmosphäre jetzt nochmal sein. Und ja, da bin ich gespannt, wie wir das hinbekommen. Bisher habe ich ein gutes Gefühl, wie die Mannschaft aufgetreten ist in schwierigen Spielen. In Spielen, wo es richtig Resonanz, Zuschauerresonanz gab, haben wir es gut gemacht. Und davon gehe ich aus, dass es am Wochenende dann auch funktionieren wird. Wenn wir jetzt ein bisschen auf den Gegner schauen, Saarbrücken war letztes Jahr schon gut dabei in der dritten Liga, hat sich jetzt auch im Sommer ordentlich verstärkt, kann man sagen. Wie siehst du den Gegner personell? Sportlich in der Ausrichtung aufgestellt. Ja, es ist so, dass auch der Trainer geblieben ist. Das ist immer dann ein Fund für eine Mannschaft, die überwiegend zusammengeblieben ist, die Leistungsträger halten konnte und sich dann noch verstärkt hat, dass so die Spielidee, die Spielphilosophie relativ gut funktioniert. Sie haben in der Vergangenheit auch mal eine Dreierkette gespielt. Dementsprechend weiß ich nicht, was sie jetzt am Wochenende machen werden gegen uns, ob das eine Dreierkette sein wird, ob es eine Viererkette sein wird. Klar ist es, wie gesagt, unabhängig von dem System des Gegners einfach intensiv zu spielen. Das wird auf uns zukommen. Die Aufmerksamkeit, die hatten wir in den letzten beiden Spielen auf uns gezogen, die wird auch wieder da sein. Und dementsprechend werden auch die Saarbrücker uns ernst nehmen und auch sicherlich versuchen, unser Spiel zu durchkreuzen. Und umgekehrt tun wir das genauso. Und abschließend natürlich noch einmal, wie war die Vorbereitung? Wie sieht es personell aus in Richtung Samstag?
Ja, es sieht weiterhin gut aus. Wir haben jetzt Eli und Isra wieder mit einem Teileinstieg in dieser Woche. Isra ist heute das erste Mal wieder bei der Mannschaft gewesen. Eli Anfang der Woche schon dabei gewesen. Insofern sind alle gesund. Wir hatten zwei angeschlagene Spieler, die aber auch sich wieder gesund gemeldet haben. Insofern verändert sich im Vergleich zu der vergangenen Woche nicht großartig was. Und die Trainingswoche lief ordentlich, muss ich sagen. Es waren schon auch Temperaturen, die auch dazu geführt haben, dass wir nicht ganz so intensiv trainiert haben, wie vielleicht in der Vorwoche noch. Aber das soll dazu dienen, dass wir dann eben am Samstag läuferisch wieder alles abrufen können. Und das ist auch notwendig. Manu zuerst. Gibt ja die Situation, dass man, wenn man jetzt in Essen so gespielt hat und dann jetzt gegen Leverkusen, dass man den nächsten Gegner, egal wer er ist, so ein bisschen unterschätzen wird. Wie ist das vom Kopf, wenn Saarbrücken jetzt kommt? Ja, ich glaube, man hat es in der Vergangenheit schon öfters gesehen, dass sowas passiert. Ich kann mich jetzt speziell auch an Saarbrücken selber erinnern, als sie im Pokal gegen Köln, glaube ich, was weitergekommen sind. Haben sie das nächste Spiel gegen uns 3-0 verloren, waren nicht so ganz auf der Höhe, hatte ich das Gefühl. Es passiert immer wieder, aber ich glaube, gerade weil es auch ein Derby ist und auch mit dem Teamgeist, den wir haben, dass uns das nicht passieren wird. Gut. Nochmal zurück, ein Trainer. Aber Sie kennen wahrscheinlich die Spiele auch, wenn man die ganz großen Spiele gemacht hat, oder keine Ahnung, Bayern gewinnt in der Champions League, verliert danach gegen den Letzten in der Bundesliga oder sowas. Jetzt ist Saarbrücken nicht unbedingt Letzter in der dritten Liga, aber das ist das nach dem großen Spiel. Gibt es da irgendwelche Tricks, die man anwenden muss oder versucht man das oder spricht man es gar nicht an oder wie läuft das? Also ich bin relativ schnell dabei, dass ich sage, das Spiel konnten wir am Wochenende genießen, ja, das Ergebnis auch gegen Leverkusen und dann ist das Vergangenheit, dann ist es eine alte Geschichte und wir müssen eine neue Geschichte machen und letztendlich ist Saarbrücken hier zu Hause auch ein großes Spiel, ja, das ist dann vielleicht im Vergleich zu anderen Mannschaften manchmal so, dass die sagen, okay, da kommt ein kleines Spiel, für uns ist es ein großes Spiel, das Stadion ist wieder voll, insofern hat das den gleichen Charakter wie die ersten beiden Spiele und letztendlich will ich es auch so angehen, dass es immer so ist, ja, dass wir immer das Gefühl haben, ey, das ist ein großes Spiel und letztendlich wird es auch so kommen, also wenn wir in der dritten Liga bestehen wollen, müssen wir jedes Spiel einzeln nehmen und das auch als großes Spiel sehen. Und wenn wir da ein Stück weit weniger tun oder das Gefühl haben, wir können ein paar Sprenzchen mehr machen als vorher, dann wird das nach hinten losgehen. Den Eindruck habe ich nicht, dass wir das bekommen werden, weil die Mannschaft wirklich so gut zusammen funktioniert. Aber jedes Spiel wird ein Ritt auf der Rasierklinge sein. Also da sind die anderen Mannschaften einfach auch gut genug besetzt. Gerade auch Saarbrücken ist gut genug besetzt, um klarzumachen, okay, wenn ihr mal ein bisschen weniger schafft heute, dann sind wir da und gewinnen das Spiel. Also das wissen wir und das vermittle ich der Mannschaft und ich glaube, die wissen es aber auch selber. Also viele Dinge, die ich sage, die sind in der Mannschaft drin, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen diesen Auftakt, den wir genommen haben, wollen sie mit in die Saison nehmen. Dementsprechend gehe ich von der konzentrierten Leistung aus. Wenn ich jetzt Trainer von Saarbrücken wäre, würde ich auf keinen Fall versuchen, am Samstag hier irgendwie mit Fußball zu spielen und euch besonders viele Räume zu geben. Ich gehe davon aus, dann geht es denen noch schlimmer als Leverkusen. Gehen Sie auch davon aus, dass die mauern werden und vielleicht ganz zurückziehen werden? Davon gehe ich nicht aus. Also ich glaube, dass sie schon auch mutig auftreten werden und attackieren werden. Wie gesagt, das System ist noch fraglich, da könnte es mehrere Möglichkeiten geben. Ich glaube, dass sie uns schon auch auf den Füßen stehen wollen, dass sie sicherlich auch über ihre Laufleistung, über Zweikampfhärte, genaues Spiel, gutes Umschalten auch kommen werden und dementsprechend uns ja weniger Räume lassen, als vielleicht in den ersten beiden Spielen für uns möglich war, dass wir die bespielen konnten. Aber wir müssen es schaffen, dass wir die Räume so bespielen und uns Räume wieder öffnen durch ja gute Bewegungen, die wir machen. Und im Laufe des Spiels wird das vielleicht dann auch etwas weniger. Aber ich gehe davon aus, dass wir lange Zeit hart attackiert werden und uns dementsprechend behaupten müssen und da auch Lösungen für haben müssen. Herr Steffen, Derby-Zeit ist Elversberger-Zeit in den letzten Jahren. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren, ich habe mal nachgeguckt, doppelt so viele Spiele gewonnen gegen Saarbrücken wie verloren. Ich glaube, 5-10 ungefähr ist die Statistik.
Spielt es für euch im Hinterkopf eine Rolle? Sagen Sie das der Mannschaft mal, dass es gegen Saarbrücken eigentlich meistens gut aussieht, oder kann man das nicht aus der Vergangenheit ziehen? Nein, ich glaube, das ist bekannt. Ja, die Jungs, die haben auch Internet und verfolgen die Berichterstattung bestimmt auch, sodass ich glaube, dass es bekannt ist, wie die Bilanz in der Vergangenheit war. Aber das sind alles Statistiken, die aus der Vergangenheit sind. Wir müssen, wie gesagt, das Spiel als separates Spiel wieder sehen und können nicht sagen, wir haben in den letzten Spielen doch sehr erfolgreich gespielt, also wird das funktionieren. Also wir müssen wieder daran denken, was müssen wir tun, um das erfolgreich zu gestalten, das Spiel. Und das sind die Hauptpunkte, die wir vermitteln wollen und vermittelt haben bis jetzt und morgen nochmal vermitteln werden. Und dann geht das Spiel los und da zählt keine Statistik. Ihr habt aber in den letzten Jahren jetzt, sagen wir mal, harte Arbeit geleistet, um jetzt dort zu sein, wo ihr jetzt seid. Ist das jetzt so ein bisschen Belohnung für das, was ihr hart erarbeitet habt? Ich meine, erst super Auftakt gegen Essen, dann volles Stadion gegen Leverkusen, volles Stadion jetzt gegen Saarbrücken, angekommen in der dritten Liga. Ist das so eine Art Belohnung auch? Ja, wenn man irgendwie an Schicksal glaubt, dann könnte man das meinen, ja, dass jetzt irgendwie für die harte Arbeit irgendwie der Lohn kommt. Kann sein, dass das irgendwie so gut gemeint ist vom Schicksal, aber letztendlich, wie gesagt, wollen wir das auch bestimmen. Wir haben da schon eine Menge für getan, dass es so kommt und dementsprechend arbeiten wir auch weiter daran, dass es so kommt und wir nicht aufs Schicksal vertrauen, dass wir für das, was wir in der Vergangenheit geleistet haben, irgendwie belohnt werden. Das müssen wir uns jedes Mal wieder neu erarbeiten und das ist auch der Anspruch, den jeder Einzelne hat. Wir wollten diese Liga, wir wollten uns da messen und wie gesagt, nach einem Spieltag zu sagen, okay, wir haben es jetzt bewiesen, dass wir es können, das reicht, glaube ich, nie aus. Mit 3 Punkten ist, glaube ich, jeder bisher abgestiegen. Das heißt, man darf nicht auf die Tabelle gucken, weil da steht man ja ganz vorne jetzt. Ach, das können wir gerne tun. Ja, das können wir als Motivation nehmen. Und das ist auch was Besonderes für den Verein, für die Region hier, dass man sagen kann, Mensch, wir haben einen super Start hingelegt. Das können wir schon registrieren. Und am liebsten kann das so bleiben. Ist ja logisch. Aber wenn wir vergessen, was wir dafür tun müssen und was wir getan haben in der Vorbereitung und auch in den letzten 1-2 Jahren, dann wird das nicht funktionieren. Also wir müssen genau das wieder tun und sehr gut und genau arbeiten und viel laufen, Zweikämpfe führen, auch wie gesagt die Konzentration so hochhalten über das gesamte Spiel, dann sind wir in der Lage, auch Saarbrücken zu schlagen. Ist die Einstellung auf ein Derby, sagen wir mal, im Vorhinein, in der Vorwoche oder vielleicht auch direkt vor dem Spiel von Ihnen eine andere als auf ein anderes Spiel? Weiß ich noch nicht. Also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt war es einfach nur Leverkusen abhaken und vorbereiten, überlegen, was könnte Saarbrücken uns anbieten, wie können wir da Lösungen für finden. Das ist eher eine Gegneranalyse, wie es normal wird. Kann sein, dass es morgen oder übermorgen dann nochmal eine andere Ansprache gibt, dass uns klar sein wird, dass in der Region das ein Derby ist, was besonders begutachtet wird, wo wir uns einfach auch zeigen wollen, wo auch der Gegner sich besonders behaupten möchte. Ich glaube, das ist schon ein Thema, was morgen oder übermorgen kommen kann, was ich dann nochmal betone. Letzte Frage an Sie, Herr Steffen. Wie ist das für einen Trainer? Also jetzt ist wieder ausverkauftes Haus. Spürt das dann auch der Trainer, wenn endlich mal die Hütte immer voll ist, wenn die Zuschauer Spaß haben? Oder ist es eher so eine Sache, die Spieler auf dem Feld wahrnehmen? Ich glaube, das spüren alle, dass das ein bisschen mehr Adrenalin freisetzt, als wenn das Stadion leer ist. Das ist, glaube ich, ganz klar. Grundsätzlich versuche ich einfach auch davon, mich frei zu machen und wirklich konzentriert an der Linie zu sein, um Dinge zu erkennen. Wenn ich da zu sehr ins Publikum schaue, dann verliere ich den Fokus aufs Spiel. Und so muss das, glaube ich, auch eher eine Motivation sein, dass viele Leute da sind, die dann auch eine Resonanz bringen, wenn Dinge misslingen, ja, aber auch wenn Dinge gut gehen und dementsprechend uns dann eher pushen, genau zu arbeiten. Und so verlange ich das eben dann auch von unserem Trainerteam insgesamt, dass wir uns davon auch nicht irritieren lassen, sondern sehr stark den Fokus auf das Spiel legen und drumherum dann auch ausblenden. Danke. Manuel, die gleiche Frage an dich. Wie ist das, wenn man jetzt diese Spiele hat, wo ausverkauftes Haus ist, wo man jetzt nicht mehr, sagen wir mal, in Balingen auf dem mehr oder weniger guten Platz spielen muss, sondern hier eine richtig volle Hütte hat, richtig, sagen wir mal, geile Gegner hat. Spürt man das als Spieler, wenn man aufs Feld läuft schon, dass es da außen brodelt? Ja, also es ist schon ein Unterschied, wenn man aufläuft und sieht, dass hier volle Hütte ist. Da hat man eine ganz andere Anspannung. Also klar, wir stellen uns jetzt nicht großartig anders auf die Spiele ein, aber man hat die ganze Woche schon, bekommt man ja das Gerede von außen auch mit. Da hat man eine größere Vorfreude noch drauf und dann spätestens, wenn man auf dem Platz steht beim Aufwärmen, merkt man schon, dass das ein bisschen was anderes ist, ja.
Und während im Spiel, bekommt ihr das überhaupt mit oder seid ihr da so im Tunnel, dass man gar nicht so hört, was die brüllen? Es nimmt relativ schnell ab. Also klar, wenn man oder wenn angepfiffen wird, merkt man das schon noch kurz, aber spätestens wenn man dann im Spiel drin ist und den Fokus voll auf dem Spiel hat, dann kriegt man es ein bisschen weniger mit. Es wurde eben schon angesprochen, du hast ein paar Derbys schon erlebt, auch gegen Saarbrücken. Ist das für euch als Mannschaft im Vorhinein eine andere Anspannung, ein anderes Gefühl oder ist es wie beim normalen Drittligaspiel? Also grundsätzlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, klar. Ich glaube, die Vorfreude ist einfach ein bisschen größer, aber jetzt grundsätzlich, gute Frage. Ja, ich würde nicht sagen, dass die Anspannung größer ist, nur dass man sich ein bisschen mehr drauf freut. Jetzt hast du eben die Statistik gehört, doppelt so viele gewonnen in den letzten 10 Jahren. Spielt das im Spielerkopf eine Rolle oder ist das völlig egal? Ja, wie Trainer schon gesagt hat, man bekommt es natürlich mit. Ich habe es jetzt oft genug auf dem Feld mitbekommen. Mein Gefühl ist auch richtig positiv, einfach weil die letzten Spiele gegen Saarbrücken immer super liefen und wir super Ergebnisse erzielt haben. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir das jetzt nicht zu sehr uns in die Köpfe schlagen, weil dann verlässt man sich zu schnell drauf und sollten wir angehen wie jedes andere Spiel. Ja. Danke dir. Ja, Manu, vielleicht noch eigentlich fast dieselbe, weil du hast jetzt in Essen hast du auch den Schnellis zweiten Kopfball, glaube ich, vorbereitet mit der Flanke, die hat genau gepasst. Und der Pass zum 1-0 von Yannick war sensationell. Also nervös wird man bei der Kulisse dann anscheinend nicht. Der Fuß wackelt nicht in solchen Situationen, oder? Also ich kann jetzt für mich persönlich reden. Ich werde in so Momenten nicht nervös. Mich pusht es eher sogar noch mehr. Also wenn dann bei uns das Stadion voll ist und man von vornherein mehr angespannt ist, weil einfach das Spiel an sich einfach ein schöneres, tolleres Spiel vielleicht ist, dann pusht mich das, dann bin ich automatisch hundertprozentig drin im Spiel und von dem her ist da gar kein Raum für mich, nervös zu werden. Also je lauter die Saarbrücken-Fans machen, desto schlimmer wird es für sie? So könnte man das im Endeffekt ausdrücken, ja. Im Endeffekt, ich glaube, von Saarbrücken kommt dann auch viel Hass von außen rein. Ich glaube eher, dass uns das noch mehr antreibt, unsere Leistung abzurufen. Ja, das war's, Trainer. Zur Trainerbank-Situation, die steht auf der anderen Seite. Jetzt spielt das irgendeine Rolle? Sieht das anders aus? Wie fühlt sich das auf dem Platz an? Ja, es ist anders auf jeden Fall. Klar habe ich, seitdem ich hier bin, eigentlich da drüben gesessen. Und ja, jetzt gibt es eine Veränderung. Ja, ich sitze in der Sonne, muss mich halt eincremen vorher, wenn die Sonne scheint. Ansonsten ist es relativ ähnlich. Ich hätte gern schon auch noch so ein bisschen Nähe zur Haupttribüne gehabt, weil doch da auch unsere Fans sitzen zum großen Teil neben der Kurve. Sind da doch viele, viele Fans, dann ist die Nähe noch ein bisschen besser. Aber es ist, wie es ist nicht zu ändern. Insofern sind wir auf die andere Seite gewechselt. Und fühlt sich etwas anders an, aber letztendlich wird meine Arbeit dadurch nicht beeinträchtigt oder verändert. Ungeschlagen bis jetzt, ne? Na, von mir aus kann man das dann so beibehalten, ja. Wenn man jetzt Essen holt, die ersten 15, 20 Minuten, sage ich mal, habe ich selbst nicht gesehen, wer das bessere Team ist. Also es kann dort durchaus 2-2 stehen. Ja. Die verschießen Elfmeter, ihr macht alles rein. Ja. Und wenn hier Leverkusen mit der richtigen Einstellung kommt, könnte es eng werden. Also könnte man eigentlich jetzt hier sitzen und sagen, oh, die dritte Liga kann doch zu schwer sein, ihr seid noch nicht angekommen. Aber es ist ganz anders. Wissen Sie, dass es auch diese andere Seite geben könnte? Ja, ja, also das ist ganz klar. Ich muss da jetzt nicht darauf hinweisen und das heraufbeschwören. Ja, wir wollen dieses Gefühl von, wir sind gut unterwegs, wir sind stark, sicherlich in das Spiel mitnehmen, in die restliche Saison auch mitnehmen. Und wir werden unsere Erfahrungen bestimmt machen. Ja, und wenn die positiv bleiben, bin ich dankbar dafür und bestätige eben auch den Eindruck, dass wir eine gute Mannschaft haben, die Qualität hat. Aber dass wir nicht durchmarschieren, das ist, glaube ich, jedem von uns auch klar. Und Gegenwehr kommen wird im Laufe der Zeit, ist auch klar. Und dann werden wir uns wieder dem stellen und auch das verarbeiten. Und die Rückschläge, die wir eigentlich seit langer Zeit nicht haben, die werden wir dann auch wieder wegstecken und damit umgehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich will ich gar keinen Rückschlag irgendwo sehen. Wir wollen weiter so Fußball spielen, wie wir es getan haben. Ich glaube, wir sind alle realistisch genug, dass wir die Liga einschätzen können und uns auch.
Jetzt spätestens nach dem Pokalspiel weiß ganz Deutschland, wie ihr spielt. Also da gibt es jetzt nichts mehr, was macht der Neuling in der dritten Liga? Die wissen das jetzt alle. Also ihr spielt, geht drauf, ihr macht. Ist das jetzt schlimm, dass das jeder weiß? Schlimm ist das nicht. Also die Aufmerksamkeit, die wir uns erspielt haben, das ist erstmal schön, dass wir die haben, ja, dass unser Verein überregional einfach mal gut wahrgenommen wird und positiv dargestellt wird, finde ich toll für den gesamten Club, für uns als Team, als Trainerteam, als Mannschaft, glaube ich, ist das schön, auch positiv dargestellt zu werden. Klar ist, dass die anderen Mannschaften uns jetzt nicht mehr unterschätzen werden. Ja, das ist nach zwei Spielen irgendwie so gelungen und so öffentlich, dass alle sagen, okay, gegen die müssen wir aufmerksam sein. Und ja, ob das nach 10 Spielen passiert oder nach 2, ist dann irgendwann egal. Wir müssen trotzdem unseren Spielstil durchbringen und gegebenenfalls auch Anpassungen machen. Also das heißt nicht immer, dass wir volle Kanne gehen. Gibt sicherlich auch Dinge, wo wir sagen müssen, wir müssen mal tief verteidigen, so wie es zweite Halbzeit gegen Leverkusen dann auch der Fall war und anschließend über Konter kommen. Also wir haben schon auch mehrere Facetten in unserem Spiel, dass wir da auch darauf reagieren können, je nachdem, was der Gegner uns dann anbietet.